Und damit sind wir auch bei dem Punkt, wo es eben Ausnahmen von dem Führungsverbot von solchen Messern hier zum Beispiel gibt. Nämlich, das ist dieses berechtigte Interesse. Und dazu gehört ganz offiziell Sport, Brauchtumspflege und Beruf. Soll heißen, ein Jäger darf beliebige riesige Messer mit sich herumführen bei der Jagdausübung. Das ist auch relativ unspektakulär, weil der hat ja tatsächlich sowieso eine Waffenbesitzkarte. Also, wenn das einer darf, dann ja wohl wirklich der Jäger, der auch tatsächlich die ganz fiesen Schusswaffen, nicht die ganz fiesen, aber doch schon ziemlich fiese Schusswaffen mit sich herumführen darf und mit denen auch rumlaufen darf in seinem Jagdrevier. Und das gleiche gilt tatsächlich auch eben für Messer. Die darf der Jäger in einem geschlossenen Behältnis transportieren, genauso wie sein Gewehr. Das gilt im Übrigen für jede Waffe. Und darf sie dann halt nur dann führen an dem Ort, an dem er auch zum Führen seiner Schusswaffe berechtigt ist. Also sprich im Jagdrevier. Dazu gab es mal ausführlichere Urteile. Weitere Berufe, die dann das rechtfertigen würden, dass man so ein ewig großes Messer braucht, das ist schon wieder schwierig. Wahrscheinlich würde es bei einem Förster irgendwie geduldet werden. Aber einen wirklichen, so richtig logisch nachvollziehbarer Grund will mir jetzt nicht einfallen, weshalb ich zum Beispiel jetzt mit so einem Messer im Wald rumrennen müsste und mir ein, nehmen wir mal das neuere Opinel, hier sowas hier nicht ausreichen würde. Da fällt mir wirklich kein logisch nachvollziehbarer Grund ein, weil ich will mich ja nicht durchs Unterholz hacken, machetenmäßig. Das ist in der Regel überhaupt nicht nötig. Und wenn ich das doch vorhabe, dann kann man mir zutrauen, dass ich gerade da es mein Beruf ist, in Anführungszeichen mich durchs Unterholz zu hacken, dann auch wirklich eine Machete besitze und das vernünftige Werkzeug nehme und nicht irgendeine blöde Alternative, die eigentlich viel schlechter ist, nur um mich sozusagen damit zu profilieren, dass ich jetzt einen Grund habe, mit einem großen Messer rumzulaufen. Ihr seht, es ist schwierig. Also dieses berechtigte Interesse wirklich nachweisen, ganz schwierig. Beliebt ist auch die Sache mit der Brauchtumspflege. Das würde dann zum Beispiel ein Messer zur Lederhose in Bayern irgendwie beinhalten. Was aber auch dann nicht gilt, wenn man sich auf einer öffentlichen Veranstaltung befindet, wie eben einem Volksfest, auf dem so eine Lederhose üblicherweise getragen wird. Da sind jegliche Messer, scheißegal was, auch das Schweizer Taschenmesser, grundsätzlich verboten. Wobei da auch wieder Interpretationsbedarf besteht, inwiefern das Schweizer Taschenmesser da dann tatsächlich verboten ist oder nicht. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen und bei sowas tatsächlich überhaupt keine Klinge mitführen. Es sei denn, es ist wirklich sowas ganz winzig, winzig Kleines, mit dem man bestenfalls einen Apfel schälen kann, die für was anderes nicht taugt. Also ich denke, da wird jetzt keiner aufmucken. Aber auch das ist wieder interpretationsbedürftig. Ist alles nicht so einfach, wie ihr seht. Brauchtumspflege hängt auch davon abgesehen vom Bundesland ab. Also in Bayern mag das mit dem Messer zur Lederhose auf dem Nicht-Volksfest, weil man damit öffentlich jeden Tag rumrennt, was man ja darf, Kleidungsfreiheit in Deutschland, da mag das ja vielleicht noch funktionieren. Eigentlich sollte es das sogar. Aber in jedem anderen Bundesland wird das dann wieder schwierig, weil die Polizei dann damit argumentieren kann, und das meiner Meinung nach auch nicht ganz zu Unrecht, dass man hier nicht in Bayern ist und es hier ein entsprechendes Brauchtum, ein Messer zur Lederhose mit sich zu führen, nicht gibt. Also wie gesagt, Beruf, ne, schwierig, wenn man jetzt nicht gerade wirklich Waldarbeiter. Waldarbeiter, also Forstwirt, derjenige, der die Bäume fällt, der hätte wahrscheinlich wirklich noch ein berechtigtes Interesse, ein Einhandmesser mit sich zu führen, weil er das in seinem Beruf doch häufiger mal braucht, ein Messer kurz ziehen zu können, dieses schnell öffnen zu können und damit schnell etwas abzuschneiden und es dann wieder einzustecken. Ich denke, für so jemanden würde dann wirklich mal eine offizielle Ausnahme durch Beruf führen eines Einhandmessers irgendwie Sinn machen. Zu Sportzwecken ist es dann übrigens auch noch erlaubt. Das schließt zum Beispiel das Bergsteigen mit ein, wo ein Einhandmesser mitgeführt werden darf, um das Seil, an dem man hängt, abzuschneiden oder unter sich, wenn unter einem jemand hängt. Je nachdem, in was für einem dramatischen Szenario jetzt diverse Leute an einem fast von der Wand fallenden Seil hängen und dann entstehen, schneid du uns alle ab oder schneid nur mich ab oder schneid nur die Beate da unten ab.
Kommt drauf an, wie dick die Beate ist, vermute ich. Ja, also in solchen Fällen, gerade beim Klettern, sind tatsächlich auch wieder Einhandmesser erlaubt. Aber auch da heißt es dann wieder, überhaupt keinen Sinn macht ein übergroßes Sonstwas-Messer. Wenn man also ein übergroßes Sonstwas-Messer mit sich mitführt und sagt, man will klettern gehen, dann wird man auch wieder wahrscheinlich dieses übergroße Sonstwas-Messer los sein oder sogar Strafe zahlen müssen. Grundsätzlich sollte man auch nicht versuchen, den Polizeibeamten zu verarschen, in Anführungszeichen, und dem irgendein Märchen von Sonstwas erzählen. Und das ist außerdem ja auch der Beruf eines Polizeibeamten, genau zu wissen, wofür kann man so ein Messer verwenden, was ist jetzt bei uns daheim im Revier sozusagen ein anerkannter Grund, sowas zu führen und was nicht. Und ganz wichtig soll wohl auch sein, und das haben wohl schon der ein oder andere Polizeibeamte privat verraten, dass das Auftreten ganz entscheidend ist. Wenn man jetzt also wie so ein lustiger Waldmensch im Wald rumspringt, dann wirkt man normalerweise tatsächlich überhaupt nicht gefährlich. Wenn man hingegen jetzt irgendwie berühmte Springerstiefel anhat mit weißen Schnürsenkeln und dazu noch keine Haare und keinen Hut auf und eine schöne Lederjacke und insgesamt ein bisschen grimmig reinschaut, dann sieht die Situation schon wieder ganz, 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 ganz anders aus. Und die Sache ist ja jetzt nochmal die, brauchen wir ein übergroßes Messer überhaupt wirklich? Also klar, man kann jetzt natürlich als Argument bringen, wir sind Männer und große Messer sind Selbstzweck. Würde ich normalerweise auch bringen, dieses Argument, in jeder anderen Situation, außer wenn ich gerade versuche, ein seriöses Video übers Messerrecht zu machen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Weil überlegt euch mal was, wofür braucht ihr ein Messer mit 12 oder mehr Zentimeter Klingenlänge? Braucht ihr das wirklich? 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 Was wollt ihr denn damit machen? Zum Holz spalten, das geht auch mit einem 12 cm Messer, wenn es eine entsprechend dicke Klinge hat. Und das ist ja durchaus legitim. Dick darf die Klinge ja durchaus sein. Wofür braucht man dann nochmal so ein super langes, um sich den Weg frei zu hacken? Nee, braucht man auch nicht, weil erstens muss man sich im deutschen Wald den Weg so gut wie nie frei hacken. Und selbst wenn man in einer Situation ist, wo man potenziell den Weg frei hacken könnte, zum Beispiel in irgendwelchem Brombeergestrüpp oder ähnliches, macht das da auch keinen Sinn, weil glaubt mir, ich war schon durch viele Brombeergestrüppe durchgelaufen und wenn man da versucht, sich durchzuhacken, braucht man viel länger, als wenn man einfach durchsteigt mit entsprechend großen, ausholenden Schritten und ein bisschen vorsichtig da einfach durchläuft. Höchstens man will einen neuen Weg in den Wald anlegen, durch die Brombeeren hin zu irgendeinem Lager oder was auch immer, und auch da macht dann eine Machete oder irgendwas und selbst eine Heckenschere mehr Sinn, weil wenn man mit dem Messer auf das Zeug einhackt, dann fliegt es einem um die Ohren und reißt einem sonst wo die Haut auf. Habe ich auch alles schon ausprobiert. Also mir fällt nicht wirklich eine Begründung ein, weshalb man jetzt ein übergroßes Messer so wirklich braucht. Auch wenn man mal ein bisschen in die Historie reinguckt, gerade bei diesen Finnenmessern, da gibt es so ein paar Weisheiten, die besagen, es sind Zeiten, in denen die Messer wieder länger werden. Sprich, bei denen hatten sie immer, die hatten eigentlich immer kurze Messer und die haben ja wirklich die ganze Zeit damit gearbeitet und waren ständig mit dem Messer unterwegs, gerade die Ureinwohner, also die Sami. Und immer wenn es unruhige Zeiten wurden und die Lage gefährlicher wurde, dann sind die Messer länger geworden. Nur dann, also tatsächlich nur als für die potenzielle Verwendung des Messers als Waffe. Und vielleicht, weil der Mann entsprechend damit angeben wollte. Einen praktischen Nutzen hat das nie gehabt. Und jeder, der wirklich so richtig viel mit dem Messer hantiert, wird euch mitteilen, dass man mit einem kurzen Messer eigentlich auch alles machen kann, was man mit einem langen Messer machen kann, außer irgendwelche Hackarbeiten. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, für Hackarbeiten nimmt man sowieso eine Axt. Rechtlich gesehen ist es natürlich ganz klar so, dass man dann dafür ein Werkzeug nehmen muss und kein Messer in dem Sinne. Und damit, wie gesagt, ich finde kein wirklich mich selbst überzeugendes Argument, weshalb man so ein Messer hier im Wald wirklich braucht. Rechtlich gesehen, klar, macht Spaß, nur mit so einem Messer zu arbeiten. Und das wäre vielleicht jetzt das eine Argument, dass man einfach sagt, ich möchte das aber als Hobby, als Sport so machen, dass ich alles, was ich im Wald tue, nur
mit dem Messer mache. Das könnte man vielleicht so sagen, aber da ist es dann Auslegungssache des Polizeibeamten, ob er einem das jetzt nun abnimmt oder nicht. Da mag es welche geben, die können das nachvollziehen und sagen, alles klar, mach weiter. Und dann mag es welche geben, die sagen, nö, Rechtslage ist so und so, so ein Ding geht nicht und du hast mir keinen so wirklich nachvollziehbaren Grund genannt, weshalb das nur mit diesem Ding hier ginge, lass es sein. Und auch da, um jetzt nochmal auf den Effekt definitiv Waffe und nur als Waffe verwendbar zurückzukommen, da mag es dann auch nochmal einen großen Unterschied machen für den entsprechenden Polizeibeamten vor Ort, der das eben kontrolliert, ob man ein Kampfmesser hat oder eben wirklich so ein definitiv als Gebrauchsmesser anzusehendes Buschmesser, wenn man so möchte. Das ist halt dann auch nochmal wichtig. Gut, zum Schluss noch ein bisschen, was ich denn von unserem Messerrecht halte, nämlich fast nix. Gar nicht so sehr, weil ich der Meinung bin, dass man unbedingt jetzt legal riesige Messer mit sich herumführen müsste. Wobei ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form irgendwie schaden würde. Ich kann auch verstehen, dass schnell zu ziehende Messer im Prinzip gleich mal als böse gelten. Aber, also soweit logisch, kann ich echt irgendwo nachvollziehen, das mag Sinn machen. Das große, große Aber ist, was ist denn jetzt mit einem feststehenden Messer von unter 12 cm Klingenlänge, das ich verdeckt tragen darf? Das darf ich nämlich, dazu gibt es überhaupt keine Regelung. Das kann ich irgendwo versteckt am Körper tragen, hier vorne am Schultergurt, irgendwelche total martialischen Trageweisen. Das kann ich mir auf den Rücken hängen, hier oben über der Schulter hervorragend, dass ich das dann so ziehen kann. Das kann ich auch alles tun. Ich kann es mir hinten über den Hintern quer an den Gürtel heften. Das ist alles scheißegal, es darf nur nicht länger als 12 cm sein. Ich kann das Ding also super versteckt tragen, ich kann es dann hinten hinter der Jacke versteckt ziehen und ich kann damit wunderbar jemanden erdolchen und muss es nicht mal vorher aufmachen, wie das bei einem Einhandmesser der Fall wäre. Das ist völlig legal. Damit macht das Verbot von Einhandmessern meiner Meinung nach auch überhaupt keinen Sinn, weil man eben die anderen Dinger auch verdeckt ziehen kann. Natürlich bin ich jetzt nicht der Meinung, dass man grundsätzlich feststehende Messer beim Führen verbieten sollte. Wirklich nicht. Ich finde das auch völlig übertrieben, würde ich völlig übertrieben finden, aber eine gewisse Logik und Konsequenz in dem Gesetz würde für meinen Geschmack einfach irgendwie Sinn machen, dass man dann sagt, ja, scheiß auf das Verbot von Einhandmessern, es geht mit einem feststehenden ja genauso. Einzig und allein könnte man sagen, ein feststehendes Messer mit 12 cm Klingenlänge jetzt meinetwegen ist halt einfach ein bisschen größer. Das lässt sich nicht ganz so gut verstecken wie sowas hier. Aber nichtsdestotrotz, es lässt sich verstecken. Trag's am Rücken, unter der Jacke und die Sache hat sich erledigt. Dann ist es versteckt. Das sieht kein Mensch. Gerade wenn es ein Messer mit flachem Griff ist, das liegt nicht großartig auf, das geht. Also die Möglichkeit ist schon vorhanden. Und dann ist es ja auch nochmal meiner Meinung nach völlig unsinnig, dass Werkzeuge wie Äxte und Macheten in keinster Weise irgendwie unter ein Führungsverbot fallen. Ne? Also selbstverständlich darf man vor Ort die Dinge auch von der Polizei abgenommen bekommen, aber es gibt kein einziges Gesetz, das konkret das Mitführen von Macheten oder Äxten verbietet. Ja, da kann man eine gewaltige sonst was Spaltaxt mitschleppen und die kann man sich einfach auch irgendwo gemütlich auf den Rücken schnallen und damit potenziell in München durch die Fußgängerzone rennen. Wahrscheinlich wird man dann trotzdem irgendwann mal gefragt, was man denn hier vorhat und wenn man dann einfach nur aus Trotz damit argumentiert, weil ich darf, wird man das Ding wahrscheinlich los sein und dann später abholen dürfen, aber im Prinzip ist es tatsächlich so, ich darf es. Und auch eine riesen Machete am Gürtel, kein Problem. So ein Messer hingegen, ach, das geht nicht. Oder eben noch der albernere Fall, so ein Messer hier, nein, das geht nicht. Lieber die große Machete. Und das ist halt eben das, was ich so völlig hirnlos an diesem Messerrecht finde. Na, ich habe es mal angedeutet zwischendurch, das Transportieren solcher Messer, weil die muss man ja auch irgendwo gekauft haben, was man ja darf. Das ist möglich in einem sogenannten verschlossenen Behältnis. Da wird von Juristen immer großen Wert drauf gelegt, dass man sagt, verschlossenes Behältnis, nicht geschlossenes Behältnis. Heißt,
irgendein, scheißegal was, für ein Behältnis und dieses Ding muss verschließbar sein. Sprich, da muss ein Schloss dran sein, das einen Schlüssel oder einen Zahlencode besitzt. Das kann ein einfacher Baumwollsack sein, den man oben zubindet und die Schnur mit einem Schloss sichert. Das reicht. Das ist tatsächlich völlig ausreichend. Dann ist das Ding nämlich nicht zugriffsbereit mit sich rumgeschleppt. Sprich, wenn man jemand kommt und sagt, du bist doof, dann kannst du nicht einfach schnell dein Messer ziehen und denjenigen abstechen, sondern musst erst aufschließen, Schloss abmachen, das Beutelchen aufmachen, reingreifen, dein Messer ziehen und ihn dann abstechen. Und da geht der Gesetzgeber wohl scheinbar davon aus, dass bis dahin der zu abzustechende entkommen ist. Ja, je nach Polizeibeamter soll wohl auch akzeptiert werden, wenn das Messer ganz unten im Rucksack rumliegt und jede Menge Zeug über dem Messer liegt. So dass man da auch erst ewig kruschtel, was im Endeffekt ähnlich lange geht wie ein Schloss aufschließen und abmachen, machen muss, um an sein Messer ranzukommen. Sofern man eben nicht irgendwie noch ein geheimes Fach im Rucksackboden hat, wo man ans Messer dann schnell rankommen kann oder irgendwelche anderen hinterlistigen Dinge irgendwie betreibt. Das ist immer wichtig. Man muss schon wirklich nachweisen können, dass man keinerlei bösen Vorhaben hat oder so. Und irgendwelche versteckten Waffen und ähnliches Zeug, das ist halt immer, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, oder irgendwann weiter vorne zumindest, immer sehr, sehr fragwürdig. Ja, also das ist so ein bisschen meine Meinung zum Messerrecht. Nochmal auf die Sache zurückzukommen, Messer mit Klappmesser mit Klingenlängen über 12 cm. Das Lustige ist, es gibt da ja jetzt mittlerweile wirklich speziell Messer, die für diesen Zweck gebaut werden, für den deutschen Markt, damit der Messerfreund ein entsprechend riesiges Klappmesser mit sich herumführen kann. Nicht, weil es unbedingt Sinn macht, so ein riesiges Messer dann als Klappmesser zu führen, sondern weil es potenziell durchaus legal wäre und diese Riesenklappmesser sind auch immer mit einer Zweihandbedienung ausgestattet und haben nie die Möglichkeit, einhändig geöffnet zu werden. Ja, da hat sich der entsprechende Messermarkt was bei gedacht und auch ich muss zugeben, ich liebäugel auch mit so einem Ding. Bin mir aber halt immer noch nicht so ganz sicher, inwiefern die Klappmesser dürfen beliebig lang sein, Regelungen denn jetzt nun tatsächlich wirklich so ist oder nicht, zumal beim Aufgefundenwerden durch Polizeibeamten wieder interpretationsbedürftig. Wichtig ist allerdings dabei natürlich eben auch, ob man jetzt nur das zu unterscheiden, bekomme ich das Messer nur abgenommen, wenn mich der Polizeibeamte auffindet und ich krieg's dann irgendwann wieder, wenn ich jetzt doch eigentlich legal gehandelt habe, oder bekomme ich das Messer abgenommen und bekomme es nicht wieder und werde zusätzlich noch angezeigt und darf eine hohe Geldstrafe zahlen, weil ich halt eben mit einem illegalen Messer rumgerannt bin. Ja, schwierig. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Kommentare bekommen werde von Leuten, die sich sicher sind, dass solche Messer beliebig lang sein dürfen, und Kommentare von Leuten bekommen werde, die sich sicher sind, dass solche Messer auch nicht beliebig lang sein dürfen, weil sie arretierbar sind und damit quasi ein feststehendes Messer, sobald sie in diesem Zustand verfrachtet worden sind. Es ist halt eben so, kein Mensch weiß es wirklich genau, es mag beide stimmen und als Person mit hohem Sicherheitsbedürfnis fühle ich mich halt mit einem Opinel Numero 12 extrem wohl, weil es in jedem Fall definitiv nur ein Werkzeug ist. Zweitens, 12 cm Klingenlänge nicht überschreitet, beziehungsweise man kann an der Spitze auch noch einen halben Millimeter abfeilen oder was, indem man die Spitze noch ein bisschen anschleift, dann ist es nur noch 11,95 mm lang und damit hat sich das mit den 12 cm auch schon erledigt. Und und es ist ja eigentlich auch nur ein Zweihandmesser, gerade also dieses Modell, was ich normalerweise mit mir führe, ist tatsächlich auch nur ein Zweihandmesser. Das geht mit einer Hand, wenn doch, dann so langsam, dass man dann wirklich nicht sagen kann, dass es sich um ein Einhandmesser handelt. Also, Und eben Feststellung, kann man, muss man aber nicht. Also ich finde, Opinels sind was, wo man waffenrecht technisch definitiv wirklich auf der sicheren Seite ist und einem da gar nichts passieren kann. Es sei denn,
Und das ist jetzt nochmal ein Sonderfall. Man hat hier ein altes Opinel, bei dem das hier geht. Da habe ich nämlich schon überlegt, scheiße, ist das ein sogenanntes Fallmesser? Weil das wäre ja sogar ein verbotener Gegenstand, von dem man sich fernhalten muss, wenn er irgendwo auf der Straße liegt. Aber nein, ist es nicht, weil bei einem Fallmesser, das ist so definiert, dass das Fallen erst passieren kann, nachdem man eine entsprechende Entriegelung betätigt hat. Und das ist hier nicht der Fall. Insbesondere deswegen nicht, weil sich das Ding gar nicht im geschlossenen Zustand irgendwie sichern lässt. Ganz altes Modell. Und zweitens muss ein Fallmesser nach dem Öffnen selbstständig auch arretieren. Und zwar selbstständig und nicht durch nochmal einen zusätzlichen Handgriff. Das hier mag also wahrscheinlich ein Einhandmesser sein, je nach Interpretation. Aber es ist definitiv kein Fallmesser, also kein verbotener Gegenstand. Ergo, ich mache mich nicht strafbar, weil mein Opinel das hier kann. Führen würde ich das jetzt allerdings nicht mehr, so in diesem Zustand. Gut, ich glaube, das wäre es dann tatsächlich jetzt auch gewesen. Oh Wunder, oh Wunder. Habe ich damit nochmal alles gesagt, was es zum Messerrecht meiner Meinung nach zu sagen gibt und auch ein bisschen ruminterpretiert. Ich möchte an dieser Stelle nochmal am Schluss anmerken, das ist alles nur meine Meinung und meine Interpretation des Ganzen. Letztendlich entscheidet das entweder die Polizei oder ein Richter, sprich... Ich habe überhaupt keinerlei rechtliche Befugnis, euch irgendeinen rechtlich verbindlichen Rat zum Umgang mit Messern irgendeiner Art zu geben. Und deshalb betrachtet dieses Video auch bitte so, wie es ist, nämlich einfach nur Bens Meinung. Könnt ihr jetzt mitmachen, was ihr wollt. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.